Großen jedenfalls. Zimbotan. Okay. Das möchte ich alles weghaben. Der Nahaglyph ist am Anfang, habe ich festgestellt, wirklich gut. Wenn ich den habe. Vor allem, wenn ich es schaffe, eben meine Magika von Anfang an relativ schnell hochzuballern. Dann kann ich ihn relativ früh spielen und die Sache deutlich verlangsamen. Das, was der Gegner halt eben bringt. Das ist sehr wichtig. Langsam. Okay, die ist natürlich nervig. Wir spielen den Man. Schritte verraten euch. Ihr könnt mich nicht besiegen. Auf dieser Straße müsst ihr bezahlen. Dann würde ich sagen, wir spielen den hier links. Er schafft es zwar ins Gesicht anzugreifen, aber ich möchte die hier auf jeden Fall loswerden, das ist wichtig. Damit würde die sogar noch überleben. Den hier kann ich dann loswerden, falls er die nicht killt. Am liebsten hätte ich natürlich die Baumhütte, den Baumhütten gespielt. Ja, das ist halt jetzt der Horror, ne? Aber ich habe in diesem Deck sehr viele Möglichkeiten, die Karte wegzubekommen. Aber er wird halt jetzt brutal ins Gesicht gehen. Dann kriege ich nicht so leicht weg. Okay, dann habe ich diese Möglichkeit hier. Die will ich jetzt auch ausnutzen. Zack. Und dezent mal nicht reingehen. Ich riskiere es jetzt einfach. Für mich jetzt erstmal wichtig, ganz viel Leben zu bekommen. So wie es ausschaut, muss ich in der nächsten Runde auch nur diesen Hist einspielen. Wenn ich falle, holt mich der Hist zu sich. Die Monde geben dieser hier Kraft. Verbrennung. Lohnt sich jetzt noch gar nicht. Könnte ich dann aber loswerden. Eventuell. Oder eben auch nicht. In der nächsten Runde könnten wir Nahaglyph spielen. Der kommt aber dann auch ins Gesicht. Hier haben wir keine Möglichkeit. Doch, haben wir. Histein. Da kommen wir durch. Das ist wichtig. Er soll kein Gift auf dem Feld haben, wenn ich Nahaglyph in der nächsten Runde spielen möchte. Das müssen wir halt jetzt erstmal akzeptieren. Geht halt nicht anders. Ich hoffe da einfach später mit dem Templar zum Beispiel einfach Leben zurückzugewinnen. Jetzt stehen die Chancen wieder besser. Er zieht halt jetzt jedes Mal irgendeine Karte nach. Und dann wird es sehr, sehr schwer für uns. Hier bekommt er plus 1, plus 1. Und jedes Mal irgendeine wechselnde... Schlüsselwort. Noch ein. Da würde ich jetzt dezent gerade mal lieber... den Verbrennungsscheiß da einsetzen. Das wäre ja sonst zu gefährlich geworden. Er macht halt weiterhin jetzt Damage. Regenerieren. Okay. Jetzt würde ich hier Nahaglyph spielen. Sieht halt echt gut aus, ne? Für ihn. Und wieder. Schattenpriester und Schwächen und dann noch den ruhelosen Templer. Wäre wahrscheinlich cleverer. Sonst ist es zu viel Damage, was da reingeht. Es gibt einfach Sachen, die müssen aufgehalten werden. So. Das hier auslöschen. Und hier müssen wir auch rein. Ich glaube, er hat sogar schon genug, ne? 6, 9, noch nicht. Aber es könnte ja auch noch ein bisschen was ploppen bei mir. Dann könnte ich noch ein bisschen zurückschlagen. Aber ansonsten wird es echt schwer.
Daki da rein. Wir haben wieder ein bisschen Leben zurückbekommen. Das ist gut. Jetzt die Frage. Egal, wo wir uns verteidigen, es wird schwer. Oh ja. Das ist schon mal gut. Den hier müssen wir so oder so loswerden. Jawohl. Dann. Blutmagiefürst macht jetzt eventuell noch keinen Sinn. Nahaglief macht jetzt am meisten Sinn. Weil wir uns dann noch den Heiltrank reingeben können. Auch wenn er jetzt Gift hat. Ja, doof, aber es geht halt nicht anders, ne? Wenn wir die hier ein bisschen ausbremsen. Oder sogar hier. Was vielleicht noch besser wäre. Weil dann würde der rechts nicht triggern. Weil den könnte er auch jetzt nicht loswerden. Ja. Das möchte ich so machen. Und Heilung. Bin mal gespannt. Okay. Ja, komm's trotzdem durch. Mit dem Money Core könnten wir die dann vernichten, falls wir überleben. Da muss er reingehen, das ist gut. Jawoll. Jawoll. Okay. Wir könnten uns Leben zurückgeben. Oder die hier vernichten. So, was wollen wir tun? 11 Leben könnten wir zurückgewinnen. Das wäre gut. Aber hier würde er 8 machen. Ich würde lieber da reingehen. Dann den Manicore spielen und die hier killen. Stehe ich mal drauf. Das ist sicherer. Okay, machen wir das so. Dann der Manicore. Und die muss jetzt endlich weg. Kann so nicht mehr weitergehen. Und wir greifen natürlich nicht an. Okay, wenn einer davon übrig bleibt, von den Kreaturen, dann könnten wir mit dem plündernden Tribun auf jeden Fall zurückschlagen. Macht 4 Schaden rein. Jawohl, das ploppt auf, das ist sehr gut. Killen wir jetzt den. Ja. Muss. Der kommt jetzt nicht so leicht vorbei. Jawohl. Genau das habe ich gewollt. So, plündernder Tribun. Wir brauchen auf jeden Fall Leben. Machen wir so. Holen uns Leben. Jawohl. 3. Ich beschütze euch wie einen Schlüpfling. Das triggert leider nicht. Ich fürchte sie. Dann machen wir das so. Und sie produziert dann quasi so ein Echsenvieh. Und schon haben wir die Kontrolle wieder. Damit killt er den hier zwar. Aber wir haben unseren Eisenatronachen. Und dann würde er auch nicht mehr so leicht durchkommen. Oder wir spielen Goldbrand. Und gehen rein. Wäre mir sogar dezent lieber. Weil dann wäre die Karte auf jeden Fall weg. Und wir hätten dann mehr Kontrolle. So. Zack. Zack. Und rein da. Ich möchte erstmal die komplette Kontrolle aufbauen. Nächste Runde dann den Eisenatronachen. Er wird wahrscheinlich was hier im Schattenfeld spielen wollen. Entweder Blutmagie. Dieser hier ist bereit. Der Wald ist mein Mantel. Boah, jetzt muss er raushauen. Das ist halt dämlich von ihm gewesen, ne? Dass er die Karte gespielt hat.
ziehe eine zufällige Unterstützung aus deinem Deck. Das möchten wir natürlich nicht. Wer das tut. Kommen wir weg. Dann entweder jetzt Eisenatron nach. Oder den Blutmagiefürst. Das sind jetzt halt die Fragen, ne? Eisenatron nach, wenn der jetzt noch so einen Typi hat, dann wird es halt sehr, sehr leicht für ihn da durchzukommen. Aber der würde dann eben trotzdem krepieren, ne? Vier Schaden würde ich halt eben ungern fressen, ne? Aber irgendwie tendiere ich gerade mehr zu den Blutmagiefürsten. Jawohl, 5 Schaden zufügen, 5 Leben wiederbekommen. Schon mal sehr, sehr gut. Dann spielen wir den Man. Leider nicht getriggert. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er so viel Schaden macht. So langsam haben wir das Board voll, dann lohnt es sich auch ins Gesicht anzugreifen. Okay, was ist das? Okay. Wir können den trotzdem ganz leicht loswerden. Den würde ich sogar, also den werde ich jetzt auf jeden Fall mit meinem Blutmagiefürsten los, weil dann bekomme ich Sachen. Und wir wollen diese Sachen. Na, Tote erwecken, auch sehr, sehr gut. Dann würde ich das sogar machen. Hier loswerden. Dann brauche ich Leben. Das ist ganz wichtig. Und würde sogar noch den Eisenatron nachspielen. Ah! Booyah, Leute! Booyah! Na, das sah schlecht aus, aber wir kamen richtig wieder, ne? Ja, wisst ihr, am Anfang habe ich schon so ein Holzapparat rumgemacht. Dann habe ich da welche hingestellt, die dachten, ich treffe die nicht. Aber beim zweiten Mal. Ich liebe dieses Deck. Ich liebe dieses Deck. Ich liebe dieses Deck. So, sehr. Da. Okay, ich glaube, das wird Game of the Week. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Irgendwie war das witzig. Wenn irgendwas witzig ist, ist cool. So, ansonsten, Leute, lasst mir noch ein Abo da. Ich würde mich mega freuen. Ja, bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.